EHDS, das Ende der ärztlichen Schweigepflicht. Ich habe davon erfahren im vergangenen September. Und das hat den Hintergrund, dass ich schon ziemlich lange mich mit Gesundheitsthemen und Datenstrukturen befasse. Ich bin Sozialpädagoge und arbeite in der Eingliederungshilfe. Ich habe das mal so beschrieben. Ich gehe zu Leuten nach Hause und sammle ihre Sorgen ein. Menschen, die psychische Probleme haben, Doppeldiagnosen, Angstzustände, nicht in der Lage einzukaufen, nicht in der Lage das Haus zu verlassen. Und denen helfe ich klarzukommen und meistens haben die eben psychiatrische Probleme. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man Brücken baut, Gelegenheiten gibt, sich zu öffnen dem Arzt gegenüber, sonst kann er einem ja gar nicht helfen. Und es geht um dieses besondere Vertrauensverhältnis, das gerade diese Menschen brauchen, mit einem Arzt. Wir haben das Ganze analysiert in einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit Menschen vom Patientenrechte und Datenschutz e.V. Ja, die EU-Kommission hat einen Verordnungsvorschlag gemacht. Der wurde am 3.5.22 eingebracht. Und jetzt im September soll drüber abgestimmt werden. Es geht sehr schnell. Die deutsche Fassung hat 140 Seiten, 8 Seiten Anhang. Und dann interessiert mich immer so, welche Worte kommen wie oft darin vor? So, ich lese den Text natürlich, also nicht nur, dass ich Worte zähle. Aber ich kann aus einer anderen Richtung Dinge ganz gut betrachten, indem ich einfach Worte zähle. 871 Mal Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten ist eigentlich ein irreführender Begriff. Es sind nämlich medizinische Daten. Wer gesund ist, geht nicht zum Arzt. 6-mal Verantwortung. Ich war das nicht. 134 Mal Patient, 48 Mal natürliche Person. Ihr seid alle natürlich, ich auch Person. 0-mal Arzt. Okay. 97 Mal Markt, 5-mal geistiges Eigentum. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich lese eine Eule. Also so von einem IT-Agent und Coke. 97 Mal Datennutzer, 94 Mal Dateninhaber. Also Datennutzer sind die, die die Daten kaufen, um sie zu benutzen. Und Dateninhaber sind die, die die Daten rausgeben. Also die Krankenkasse oder der zentrale Forschungshub oder sonst irgendwas. 0-mal Dateneigentümer. Und 55 Freispiele für die EU-Kommission. Die EU-Kommission möchte sich gerne an 55 Stellen Regelungskompetenz per Persilschein geben lassen, sodass alles vollkommen umgekrempelt werden kann, aber ohne das Parlament zu fragen. Die Kosten seit 2022 kostet das schon bis 2027 sollen angeblich 250 Millionen betragen. Wenn wir das jetzt mit der TI, der Gematik vergleichen, die sollten mal 280 Millionen Mark kosten. Das war ja ne, damals. Und das ist so undurchsichtig, dass man es gar nicht mehr genau sagen kann, was es bis jetzt gekostet hat. Die Schätzungen gehen zwischen 15 und 30 Milliarden Euro. So, deswegen traue ich dieser Zahl auch nicht wirklich.
Was steht denn da drin? Da steht drin, du erhältst die Kontrolle über deine Gesundheitsdaten. Europaweit einheitliche elektronische Patientenakte. Solidarität. Wissenschaft. Nutzen. Schön. Also das ist nicht schlecht gemacht. Was bedeutet das? Was wollen die eigentlich? Und da muss man das übersetzen. Du erhältst die Kontrolle über deine Gesundheitsdaten, bedeutet, wir wollen deine medizinischen Daten. Und jede Kontrolle wird dir genommen. Das Interessante bei diesem Kontrollnarrativ, finde ich, das taucht überall wieder auf. Ich zitiere mal wörtlich. Das allgemeine Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass natürliche Personen in der EU in der Praxis mehr Kontrolle über ihre elektronischen Gesundheitsdaten haben. Ja, und warum gibt ihr sie mir dann nicht, frage ich. Eine Seite weiter. Die Freiwilligkeit erklärt, warum sie nur in die elektronische Patientenakte nur in begrenztem Maße dazu beigetragen haben, den Zugang natürlicher Personen zu ihren elektronischen Gesundheitsdaten und ihre Kontrolle über diese Daten zu unterstützen. Mit dem EHDS sollen diese Probleme angegangen werden. Hervorhebungen von mir. Auch das kann man übersetzen. Das Ziel der EU-Kommission ist, sicherzustellen, dass natürliche Personen in der EU jede Kontrolle über ihre medizinischen Daten aufgeben. Freiwillig tun sie das aber nicht. Das haben wir ja gesehen. Und das EHDS soll das Problem lösen. Wir machen nämlich ein Gesetz, das sie zwingt. So. Das ist gelogen. Kommt noch besser, vor 14 Tagen kriege ich eine Mail von eBay. eBay verkauft mir seine neuen Datenschutzbedingungen. Möchten wir Ihnen noch besser verständlich machen, welche personenbezogenen Daten wir erheben und zu welchem Zweck diese verarbeitet werden. Gleichzeitig möchten wir auch Ihre Kontrolle über Ihre personenbezogenen Daten weiter erhöhen. Ja, das Narrativ grassiert gerade. Kommen wir wieder zurück zum EHDS. Europaweit einheitliche elektronische Patientenakte bedeutet Verpflichtung zur elektronischen Patientenakte. Ohne Widerspruchsrecht. Solidarität bedeutet Solidarität mit der IT-Industrie und allen, die meine medizinischen Daten haben möchten. Egal, ob du das willst oder nicht. Wissenschaft bedeutet, Zugriff auf deine medizinischen Daten haben europaweit Big Data, Konzerne, Pharmaindustrie, Krankenkassen, aber auch Predictive Policing, Lebensversicherungen und so weiter. Europaweit bedeutet weltweit, weil mir wäre nicht klar, dass das Internet irgendwo an der Grenze von Europa, also Frontex hat mit dem Internet nichts zu tun. Nutzen. Bedeutet, etwas nutzen für dich, wenn du Interesse an einer elektronischen Patientenakte hast. Und sehr viel Nutzen für alle, die dafür bezahlen können. Das Problem ist, du bekommst nichts ab. Was soll das? Ich
zähle nochmal auf. Pflicht zur elektronischen Patientenakte. National und europaweit zentrale Speicherung. Keine Widerspruchsmöglichkeit. Kein Auskunftsrecht. Vielleicht pseudonymisiert. Pseudonymisiert ist pseudo-anonymisiert. Und es bedeutet die praktische Aufhebung der Schweigepflicht. Zu dem ärztlichen Dilemma kommen wir später. Woher also die Pflicht zur elektronischen Patientenakte? Hier ergibt sich aus Kapitel 2, Abschnitt 1, Artikel 3 der Verordnung. Wurden personenbezogene Gesundheitsdaten vor der Anwendung dieser Verordnung nicht elektronisch registriert, so können die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass solche Daten gemäß diesem Artikel in einem elektronischen Format zur Verfügung gestellt werden. Die Verpflichtung, personenbezogene elektronische Gesundheitsdaten, die nach der Anwendung dieser Verordnung registriert wurden, gemäß diesem Artikel in einem elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, bleibt davon unberührt. Thilo Weichert und andere haben im Netzwerk Datenschutzexpertise ein Gutachten erstellt zum EADS. Zitiere ich auch mal wörtlich. Als Rechtsgrundlage der Datennutzenden kommt gemäß den Entwurfsverfassern sowohl ein öffentliches Interesse in Betracht, was eine Konkretisierung durch weitere Rechtsvorschriften voraussetzt, wie auch ein überwiegendes berechtigtes Interesse. In diesen Fällen soll der EHDS selbst als Rechtsgrundlage genügen. Die einzuhaltenden Garantien müssten, so die Kommission, über die Datengenehmigungen in den Bedingungen für den Datenzugang festgelegt werden. Eins der 55 Freispiele der Kommission. Das heißt, die selbst schaffen einen Rechtsraum, der sich selbst definiert, aus sich selbst heraus legal ist und die Kommission kann jederzeit die Bedingungen ändern. Ich kann tatsächlich nicht nachvollziehen, dass irgendein seriöser Wissenschaftler das so in Ordnung findet. Es geht Thilo Weichert vor allem darum, dass die Forschungsdaten zur Verfügung gestellt werden, im Sinne Datenspende, Altruismus, gemeinsame Auswertung von Daten, die vorliegen. Und das ist ihm sehr wichtig. Aber das kann man doch nicht auf so einer Grundlage machen, finde ich. Gut. Die EU-Kommission legt tautologisch fest, dass deine Daten von allen Behandlern, Krankenhäusern, Pflegediensten, Sozialdiensten, Blafasel, zentral gespeichert, für Dritte zur Verfügung gestellt, die hier nicht genannt sind, das sind nämlich die, die dafür bezahlen, benutzt und verändert werden können. Du wirst nicht gefragt. National- und europaweit zentrale Speicherung. Honeypot. 380 Millionen Datensätze im Wert von etwa 1 Billion Euro. Wie kommt man auf so eine Idee? Legale Zugriffe? Illegale Zugriffe? Nicht dauerhaft und wirksam schützbar. Es ist, man kann sich Szenarien ausdenken ohne Ende. Das ist ein Stoff für Neal Stephenson oder was weiß ich, Charles Stross. Ich meine, wenn jemand Admin ist in sowas, dem muss ich ja keine Billion Euro geben. Kann ich ja für weniger haben. Wenn man da nicht mit Brute Force rein kann. Wir haben weltweit Beispiele für millionenfachen Datenverlust aus allen diesen Ländern,
In UK sind sie gerade dabei, den letzten Ausverkauf zu machen. Das war mal geplant als die Mutter der Datenbanken. Und mittlerweile ist klar, irgendwie mindestens 40 Millionen Menschen in Großbritannien, deren Gesundheitsdaten oder medizinische Daten sind inzwischen um die ganze Welt gegangen. Keine Widerspruchsmöglichkeit. Auskunftsrecht für Betroffene eingeschränkt oder ausgeschlossen. Also da steht so ein bisschen Auskunftsrecht drin, dass man kann dann nachfragen bei dieser zentralen Stelle, die diese zentralen Daten verwaltet, und dann kriegt man ungefähr gesagt, wie viele Zugriffe und so, aber nicht genau. Vielleicht sind die Sachen pseudonymisiert. Pseudonymisiert ist klar irgendwie, wenn ich zwei verschiedene Datenbanken habe, fülle die zusammen, dann ist das reidentifiziert. Und wenn ich halt nur den Namen wegnehme bei Krankengeschichten, die sind so individuell wie Fingerabdrücke, das ist hanebüchen. Und durch diese gesetzliche Verpflichtung wird praktisch die Schweigepflicht aufgehoben. Denn wenn der Arzt, der ja in der Regel an die TI angeschlossen ist, diese Daten an die KV liefert, also die Kassenärztliche Vereinigung, dann hängt ja die Gematik schon mit drin. Da hängt dann auch Doktolib und sonst was mit drin. Das geht ja noch weiter. Schweigepflicht. Was war das noch? Sein Schutzrecht. Ein Schutzrecht, das ich gegenüber meinem Arzt habe. Das bezieht sich auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht, die informationelle Selbstbestimmung, und hat Verfassungsrang. So, jetzt gibt es aber keinen Paragraphen, in dem Schweigepflicht drinsteht. Das sind ganz viele verschiedene Begriffe, die sich aber für uns in dieser Schweigepflicht äußern. Zivilrechtlich ist es 242 BGB, Leistung nach Treu und Glauben. Das heißt, wenn ich ein Auto kaufe, dann kannst du mir da nicht ein Fahrrad hinstellen. Und wenn ich dir ein Geschäftsgeheimnis verrate, dann darfst du das nicht weiter verraten. Sonst verlässt du diesen Konsens, den wir miteinander haben. Das ist zivilrechtlich. Standesrechtlich gibt es das zum Beispiel bei Rechtsanwälten. Ich habe gendermäßig mich bemüht, die geschlechtliche Zuordnung immer abwechselnd zu machen. Rechtsanwälte und Rechtsanwältin, Paragraph 43 Bundesrechtsanwaltsordnung, Beamte, Paragraph 47 Bundesbeamtengesetz, katholische Kirche, Codex Juris Canonici, Kanon 220, Ärzte und Ärztinnen, Eid des Hippokrates. Strafrechtlich 203 Strafgesetzbuch. Wer unbefugt ein Geheimnis offenbart. Aus dem Hippokratischen Eid. Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Was ich bei der Behandlung sehe oder höre oder auch außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht ausplaudern darf, verschweigen und solches als ein Geheimnis betrachten. Dieser Hippokrates zugeschriebene Eid, Hippokrates hat im dritten vorchristlichen Jahrhundert gelebt, ich glaube die erste Erwähnung eines schriftlichen Dokuments ist aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Und diesen Eid leistet heute eigentlich kein Arzt mehr. Der schwebt nur so über dieser standesrechtlichen Grundlage.
Das ärztliche Dilemma. Ach so, zum 203 StGB. Das ist eine Straftat, also ein strafgesetzlicher Zusammenhang, Geheimnisverrat in dem Sinne, den aber nur bestimmte Leute begehen können. Denn du musst einen Katalogberuf haben. In diesem 203 Strafgesetzbuch ist ein Katalog von Berufen drin, die dieser Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Und das sind nicht nur Ärzte und Rechtsanwälte, sondern zum Beispiel auch Sozialpädagogen. Ich bin Sozialpädagoge. Das heißt, wenn ich irgendwie über einen Klienten, den ich habe, was erzähle, in der Kneipe am Tresen nach 4 Bier, dann mache ich mich strafbar. Und der Arzt eben auch, im Prinzip. Wenn er das unbefugt tut. Das ärztliche Dilemma. Es gibt ohnehin schon eine Verpflichtung, alle Daten der Behandlung zu erfassen, über die Telematik zu schicken, egal ob eine elektronische Patientenakte existiert oder gewollt ist. Die Befugnis dazu gibt es aus verschiedenen Gesetzen. Das bedeutet, alle Behandlungsdaten liegen elektronisch vor. Bei 90-95% der Ärzte. Kann das den Betroffenen schaden? Ups. Ich war das nicht. Blinkerfolie. Geht nicht. Okay. Kann das den Betroffenen schaden? Zählt das noch als verschwiegen? Wer hat Zugang dazu? Befugt an Dritte weitergeben. Schon die Abrechnungsdaten von Ärzten und Ärztinnen enthalten personenbezogene, medizinische und Bewegungsdaten. Und werden aktiv weitergegeben an Krankenkasse, sonst können wir nicht abrechnen, ne? Kassenärztliche Vereinigung, private Abrechnungsfirmen, Forschungsinstitute, denn viele Ärzte sind praktisch Außenstellen irgendeines universitären Forschungsprojekts und akquirieren dann zum Beispiel ihre eigenen Patienten für medizinische Studien, Medikamententests und so weiter. Und Terminsysteme. Die Firma Doctolib, Big Brother Preisträger 2019, glaube ich, hat sich genau da eingeklinkt in diesen Datenstrom. Und sie geben keine Auskunft. Also ich versuche seit anderthalb Jahren von denen Auskunft zu kriegen, was sie an Daten über mich gespeichert haben. Eine Ausrede nach der anderen. Jetzt ist der Anwalt dran. Das heißt, die Daten sind da, sie werden benötigt, sie werden befugt weitergegeben. Es ist niemand strafbar, aber die Schweigepflicht ist zu Ende. Weil es ist klar, die Daten sind da,
Sie wollen sie benutzen. Und das ist genau das, wo der EHDS drauf abzielt. Die erste Pressemitteilung dazu habe ich gelesen von Patrick Breyer, digitaler Freiheitskämpfer und Europaabgeordneter. 8.11.22. Die möchte ich auch komplett zitieren. Informationen zu meiner psychischen und geistigen Gesundheit sind extrem sensibel. Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass meine behandelnden Ärzte diese Informationen vertraulich behandeln, könnte ich mich nicht länger zuversichtlich genug fühlen, mich überhaupt noch behandeln zu lassen. Das setzt kranke Menschen und ihre Familien einem Risiko aus. Deshalb muss der EU-weite Austausch von Gesundheitsdaten folgende Voraussetzungen erfüllen. Nur der behandelnde Arzt sollte ohne fehlende Einwilligung des Patienten Zugang zu seinen medizinischen Aufzeichnungen haben. Das schließt die Tatsache ein, dass eine Person sowieso von einem bestimmten Arzt behandelt wird. Es gibt zum Beispiel gute Gründe, eine zweite Meinung einzuholen, ohne dass die beteiligten Ärzte voneinander wissen. Ohne die freie Einwilligung des Patienten dürfen Behandlungsinformationen nur lokal vom Arzt des Vertrauens gespeichert werden und nicht automatisch in zentralisierten Datenbanken, wo Patienten die Kontrolle darüber verlieren. Bei einem Datenverlust in zentral gespeicherten Datenbanken besteht das Risiko, dass plötzlich die gesamten Daten einer Bevölkerung verloren gehen. Wenn es jemals Zugang für die Industrie, Forschung oder sogar Politik geben sollte, dann nur zu anonymisierten oder aggregierten Daten. Es ist nicht genug, einfach die Namen einer Person zu entfernen. Krankengeschichten sind so einzigartig, dass es einfach ist, sie der Person wieder zuzuordnen. Der Verordnungsvorschlag der EU-Kommission erfüllt keine dieser Voraussetzungen. Offensichtlich wurde dieser Vorschlag nicht im Interesse der Patienten geschaffen, sondern in dem der Industrie. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, um sicherzustellen, dass Patienten weiterhin die Vertraulichkeit und Sicherheit ihrer hochsensiblen Gesundheitsinformationen vertrauen können und dass ihr Recht auf Selbstbestimmtheit ihrer Daten respektiert wird. EDRI, 6.3.23, European Digital Rights. Die verkürze ich jetzt ein bisschen, weil das sind, glaube ich, 3 Seiten. Die Rechte auf Privatsphäre werden ignoriert. Erzwungene Kommerzialisierung ohne Einverständnis. Deutliche Warnung vor Big Data, Google, Apple, Amazon, weil die haben jede Menge Firmen gekauft, jeweils große Player, die sich auf Gesundheitsdaten spezialisiert haben. Kontrolle wird entzogen statt gewährt. Eklatante Verletzungen von Grundprinzipien der DSGVO. Gesetzliche Nötigung zur Verletzung des Vertrauensverhältnisses für die Weitergabe der Daten an unbekannte Dritte. Das von den Berichterstattern vorgeschlagene Opt-out belastet Menschen in kritischen Situationen. Alles Teilen von medizinischen Daten muss freiwillig bleiben. Und genau dieses Opt-out ist ja so ein Problem. Ich meine, wenn du kommst in die Notaufnahme, hast einen offenen Beinbruch oder sonst irgendwas und sollst dann einen Zettel unterschreiben. Da bin ich in einem Zustand und in einem Moment meines Lebens, wo mir Zettel scheißegal sind. Ich möchte nur nicht verbluten. Und in dem Moment, wenn du in dem Moment oder in irgendwelchen anderen klinischen Stresssituationen irgendeine Einwilligung unterzeichnest, ist die nach meinem Dafürhalten absolut wirkungslos, weil du in einem besonderen seelischen Zustand bist, wo auf den niemand sich verlassen kann. Und ganz lange hat sich der deutsche Datenschutz Zeit gelassen. Sie haben aber
jetzt gerade vorletzte Woche, ein richtig schönes Ding zusammengedengelt. Ich dachte schon die ganze Zeit, dass der Petri aus Bayern zum Beispiel ganz interessante Sachen gebracht hatte. Und da hörtest du aber nichts mehr von. Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben eine Stellungnahme. Die muss ich kürzen, weil das sind 8 Seiten. Aber ihr seht schon, ich habe ziemlich klein geschrieben. Ich kriege immer gerne alles auf eine Seite. Ausgleich zwischen Grundrechten und öffentlichem Interesse an Forschung ist notwendig. Das heißt, der Solidaritäts- und Wissenschaftsaspekt, das ist ja der Anspruch, den die EU-Kommission herleitet, das sei öffentliches Interesse. Und da steigen Sie gleich ein, Moment mal, es gibt ja noch die Grundrechte, was man da ausmitteln muss. Die Verordnung greift zu kurz, wörtlich. Schon mal die erste Ohrlasche. Dann begrüßen Sie die Aufwertung von Rechten. Das heißt, Sie gehen im Grunde auf diesen Ausfallschritt ein. Du bekommst die Kontrolle über deine Gesundheitsdaten. Und jetzt nehmen Sie die wieder weg. Und begrüßen das Aufwerten von Rechten. Die Sekundärnutzung, also es gibt die Primärnutzung, das sind die Verwaltung der persönlichen Gesundheitsdaten, und dann ist die Sekundärnutzung, das ist der Marktplatz, auf dem alles verkauft wird. Das ist die Sekundärnutzung. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Einbindung, Realisierung von Rechten ohne Kürzung. Das ist, taucht in diesem Entwurf gar nicht auf. Effektive Kontrolle durch präzise, leicht verständliche, transparente Information und digitale Managementsysteme. Ungeklärt, Anonymisierung, Rechte bei Sekundärnutzung, Begriffe, Definitionen, Verankerung im Rechtssystem. Also es gibt ja diesen Data Governance Act, es gibt diesen Data Act, es gibt den Artificial Intelligence Act, kurz AI Act, und die passen auch noch nicht so richtig zusammen. Und beim AI Act haben sie Unglaubliches verbaselt. Das heißt, die Kritik der Datenschutzkonferenz ist im Grunde einmal alles. Und dann kommen Sie noch auf bestimmte Punkte. Zugriff durch Strafverfolgungsbehörden ausschließen. Oh, da haben wir gar nicht dran gedacht. Ja, wenn die Daten schon mal da sind. Ne? Wellness-Daten wollen Sie nicht, weil Wellness-Apps irgendwie überhaupt nicht standardisiert sind und der Blutdruck von vor 3 Wochen interessiert mich ja gar nicht eigentlich. Genome wollen sie nicht, weil das Generationen in Probleme bringt. Weil mein ungeborener Enkel kann darunter leiden, wenn ich einen Genomschaden habe. Weil er dann, was weiß ich, von irgendwelcher schulischen Geschichte ausgeschlossen wird oder von Jobs oder von der Lebensversicherung oder sonst irgendwas. Weil er dieses Gen, das ich auch habe, dann irgendwann vielleicht rezidiv, aber trägt. Eingeschränkt werden soll Forschungsdaten, die sekundären. Die Electronic Health Regulation-Systeme, das sind Systeme, die sich die EU-Kommission ausgedacht hat, weil sie gerne möchten, dass alles einheitlich ist und von einer bestimmten Firma. Und
unabhängig und datenschutzkonform zertifizieren. Ohne mobile Endgeräte und barrierefrei. Das bedeutet, ein 76-jähriger Internet-Legastheniker muss seine elektronische Patientenakte auch auf sie zugreifen können. Das ist ein schöner Anspruch. Und vor allem ohne mobile Endgeräte. Das finde ich gut. Wegen des Missbrauchsrisikos soll auf jeden Fall der Notfalldatensatz abgetrennt werden. Weil der wird ja immer vorne dran gestellt, wenn es heißt, es kann Leben retten. Ja, stimmt. Ich habe aber meinen Notfalldatensatz auf meinem Telefon. Ohne EPA. Für die sekundäre Nutzung fehlen verhältnismäßige Garantien und Bedingungen. Eins der 55 Freispiele der EU-Kommission, die sich jederzeit ändern können. Automatische Zulassung von Datennutzung durch Fristablauf. Also die Sekundärnutzung in dem Verordnungsentwurf, da stellst du einen Antrag und wenn du keine Antwort kriegst, ist es nach 3 Monaten genehmigt. Geil. Ja, geht aber nicht. Und zentrale Zusammenführung von Klardaten. Unzulässig. Also das darf eigentlich gar nicht sein. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Wir sind so in der Mitte von diesem Zettel. Es ist praktisch alles gelaufen. Und jetzt sind noch die beiden, ich muss das ablesen, weil ich kann mir das nicht merken. Es gibt ein Komitee, ENVI, Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelrecht, der einen Bericht erstatten wird oder erstattet hat, genau. Jetzt gerade am 13.04. Wird das, also jetzt nächste Woche. Und dann gibt's noch Liebe. Ja, es ist jetzt missverständlich. Es ist LIBE. Das Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Die haben jetzt gerade vorgeschlagen, also gar keine Widerspruchsmöglichkeit, das geht ja nicht, dann machen wir das mit Opt-out, das ist der Vorschlag. Opt-out ist nun gerade in aller Munde für die elektronische Patientenakte in Deutschland. Das Opt-in, das war das Problem, das freiwillig war. Und das die Freiwilligkeit, das ist ja das Problem, das der EHDS lösen soll. 2% in Deutschland haben eine elektronische Patientenakte. Und auf Heise war letztens eine Umfrage. 48% sagen, sie möchten auf keinen Fall eine. Und 35% sagen, sie möchten vielleicht eine. Also das ist dann so ein bisschen klar, welche Verhältnisse da herrschen. Es ist im Moment nicht abzusehen, dass ein grundsätzlicher Punkt angebracht wird. Die EU-Kommission hat, ich habe das noch nicht ganz verstanden, die EU-Kommission ist hingegangen und hat diesen Verordnungsentwurf auf eine Rechtsgrundlage gestellt, die sich eigentlich nur für Regulatorien, also Vereinheitlichungsgeschichten, so was weiß ich, wenn irgendjemand auf die glorreiche Idee käme, die Sicherheitsgurte in Deutschland, in Europa, in allen Autos zu vereinheitlichen,
Ja, die Stecker kann ich bei jeder Firma reinstecken, ist alles gleich groß und gleiche Form und hast du nicht gesehen. Und die Sicherheitsgurte im Auto, die sind alle anders. Da ist dann außen und dann zum Drücken und sonst irgendwas. Und da könnte jetzt jemand hingehen und sagen, EU, ne? Normenklassifizierung, wir machen das jetzt einheitlich. Das wäre ein Recht der EU-Kommission. Und über diesen Gesetzesweg haben sie das eingebracht. Tatsache ist aber, dass die Gesundheitshoheit immer noch national ist. Es ist ein massiver Eingriff in die nationale Gesundheitshoheit. Das heißt, man könnte jetzt hingehen und sagen, die EU-Kommission hat hier ihre Kompetenzen überschritten. Das muss aber jemand machen. Das heißt, es muss entweder eine Fraktion im EU-Parlament oder ein Staat in der EU hingehen und sagen, das geht nicht, lass aber nach. Ob jemand die Karte zieht? Fragwürdig. Im September soll im EU-Parlament darüber abgestimmt werden. Und so Leute wie Martin Sonneborn oder Patrick Breyer haben da leider nicht die Mehrheit, was das angeht. Das Interessante insgesamt finde ich, dass in der Öffentlichkeit nichts davon zu hören ist. Nichts. Man liest mal auf Heise was oder auf Telepolis. Die haben ja auch schon die Vorschläge von Thomas Maus gebracht, der, finde ich, sehr interessante Ansätze gehabt hat, gezeigt hat. Zum Beispiel für das E-Rezept, dass man ein E-Rezept ausgibt, wo hinten der QR-Code drauf ist. Das heißt, du hast gar nicht das Problem, dass ich ein E-Rezept elektronisch an die Apotheke schicke und jemand anders mit einem ausgedruckten Zettel zu einer anderen Apotheke geht und dann nicht mehr klar ist, wer das der Kostenträger. Oder war das jetzt eine illegale Doppeleinlösung? So, wenn du den Zettel hast und da steht vorne drauf, was es ist und hinten drauf ist der QR-Code, dann kann ich hingehen in die Apotheke und sagen, hier, bip, und dann ist das entwertet. Ja, das könnte alles so einfach sein. Ich habe mich umgetan. Es weiß keiner davon. Dann habe ich gedacht, naja, es gibt so Grundmedien, mit denen man sich auseinandersetzen kann, geguckt. Ganz merkwürdig. Dann habe ich mit meinem Arzt gesprochen. Also ich habe einen Hausarzt natürlich und der wusste auch nichts von. Und ich habe gesprochen mit Karin von Mücke. Karin von Mücke ist Internistin in München und ist sehr engagiert bei den Freien Ärzten. Und die schrieb mir, hallo Jocke, leider sind die meisten Ärzte nicht sehr interessiert am Thema. Als die TI-Konnektoren kamen mit einer anfangs hohen Fördersumme, haben sich viele ganz schnell an die Telematik angeschlossen. Die aktiven Datenschützer unter den Ärzten sind in der absoluten Minderheit. 5-10% sind nicht an die TI angeschlossen. Die meisten sind froh, wenn es leidlich läuft und machen sich über die Daten keine Gedanken. Ich habe in der Praxis extra einen IT-Spezialisten nur für die Datensicherheit eingestellt. Bei mir ist der Konnektor, Router der TI, außerhalb des Praxisnetzwerks, weil ich ihm nicht vertraue. Ihn in die DMZ zu bekommen, war schwierig, weil der installierende Dienstleister das nicht konnte. Jetzt ist das eine Ärztin, die weiß, was eine DMZ ist. Wissen das hier alle? Ja. Also man muss sich einfach klar machen, dass die meisten Ärzte von IT so viel Ahnung haben, wie die meisten ITler von Medizin. Und wenn eine Ärztin IT-Begriffe kennt,
und richtig einzuordnen weiß und nicht nur vor sich hin plappert, dann ist das schon echt outstanding. Muss man sich einfach mal klar machen. Ich habe dann also rumgesucht und außer bei meinen Wasserlöchern, wo ich weiß, dass immer was drin ist, musste ich dann ja auch mal die Normalmedien und so. Tagesschau.de. Ich denke, EHDS ist ja auch vielleicht ein bisschen gemein. Der zweite ist European Health Data Space. Haben wir nicht. Abruf gestern. In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen Abend noch. Kannst du ein bisschen lauter? Stimmt es, dass die Gesundheitsdaten der deutschen Bevölkerung für 2019 und 2020 auf Grundlage von so einer fadenscheinigen Verordnung schon der Forschung bereitgestellt wurden im Zuge von Corona-Forschung und Ähnlichem und jetzt nur noch mal nachlegitimiert werden soll? Das kann ich dir nicht genau sagen, weil es dazu widersprüchliche Informationen gibt. Konstanze Kurz hat ja geklagt dagegen, dieses deutsche Forschungsnetz. Und weil das Gesetz auf Halt gesetzt ist, ist auch die Klage auf Halt gesetzt. So, also legal dürften diese Daten nicht verarbeitet werden. Wir alle wissen, was das bedeutet. Der Punkt ist, wenn das nicht vorangeht, geht auch das Verfahren nicht voran. Und damit gewinnen manche Leute Zeit, um dann die Spuren zu verwischen. Also es gibt ja dieses Inpol-Z zum Beispiel, wo biometrische Daten von 8 Millionen Menschen aus erkennungsdienstlichen Behandlungen beim Fraunhofer-Institut zusammengeführt worden sind, um die KI zu trainieren. Keiner davon hat eingewilligt. Und biometrische Daten sind ja nun absolut unveränderlich. Also wie Fingerabdrücke, das ist wie deine DNA. Ja? Also gerade damit müsste man besonders vorsichtig sein. Da hat Kantorkel versucht, rechtliche Schritte einzuleiten und die sind abgelehnt worden mit der Begründung, er sei ja nicht betroffen. Die Rechte von Menschen, die nicht betroffen sind, spielen keine Rolle. Weitere Fragen? Hast du einen Überblick darüber, in wie vielen EU-Ländern es schon digitale Patientenakten gibt? Hab's nicht verstanden. Kannst du okay. Nochmal bitte ein bisschen deutlicher? Hast du einen Überblick darüber, in wie vielen EU-Ländern gibt es schon digitale Patientenakten und wie hoch ist die Verbreitung in anderen EU-Ländern? Also, ich hab's immer noch nicht verstanden. Ich höre schlecht. Vielleicht, wenn du ein bisschen deutlicher sprichst. Okay, ich strenge mich an. Ich hoffe. Ich rede jetzt mal langsam und hoffe, dass es funktioniert. Also, wie hoch ist die Verbreitung von digitalen Patientenakten in der EU? Das weiß keiner so ganz genau, weil es ja diese einheitliche Patientenakte noch gar nicht gibt. Es gibt verschiedene Anbieter. Es gibt ja auch viele private Firmen, die elektronische Patientenakten anbieten, die das über die Ärzte machen.
weil es eben ein Wildwuchs ist im Moment, weil es nicht gemeinsam geregelt ist. Wenn ein privater Anbieter zum Beispiel einem Psychiater oder einer Psychiaterin als Backup für eine Gruppensitzung zum Beispiel sagt, ich habe hier eine App gemacht, da können die Leute sich auseinandersetzen, wie sie das in der Woche erlebt haben, und wenn sie sich dann wieder treffen, dann können sie über die Ergebnisse dieses Prozesses sprechen und über ihre persönlichen Entwicklungen, die sie untereinander auch alle kennen, und wo der Arzt auch selbst eine Möglichkeit hat zu schauen, gegebenenfalls zu unterstützen und einfach weiß, was läuft. Das ist eine elektronische Patientenakte. Die ist aber von einem privaten Anbieter. Und das wiederum bedeutet, dass ich sie nicht zählen kann. Also ich müsste jetzt sämtliche Anbieter rausfinden, müsste sagen, wie viele verschiedene Patienten haben die, über diese eine Patientenakte führen. Und das ist privatwirtschaftlich. Ich kann sagen, dass es 380 Millionen gesetzlich versicherte Menschen in der EU gibt. Die Privatversicherten werden übrigens auch eingeschlossen in diese EHDS-Geschichte. Also das ist nicht, die kriegen keine Sonderlocke. Aber niemand kann sagen, wie viele elektronische Patientenakten es gibt, weil es eben verschiedene Arten von elektronischen Patientenakten gibt. Okay, gut, danke schön. Wie ist das überhaupt? Ist das denn aufgeteilt in Privatpatienten und Straßenpatienten? Also kann ein Arzt dann sehen, dann oder beziehungsweise nur der Arzt? Also das ist ja schon so, dass die Ärzte sowohl bei Privatpatienten als auch bei gesetzlich versicherten Menschen abrechnen müssen. Und die wenigsten Ärzte machen das heute noch mit dem Zettel und dem Stift, sondern das wird alles elektronisch gemacht. Und diese Abrechnungsfirmen, die hängen ja auch in der TI drin. Das heißt, im Praktischen ist es kein Unterschied. Es ist ein Unterschied für die Datenlage, es ist ein Unterschied, was das kostet, es ist ein Unterschied, wie die Behandlung sein kann. Es ist aber im Praktischen kein Unterschied, weil wenn es elektronisch vorhanden ist, ist es da und kann benutzt werden. Und das ist genau das. Also, ne, wenn es elektronisch da ist, ob sie es legal benutzen dürfen oder nicht, das ist eine Frage. Was illegal passiert? Das ist ja, das machen sich auch ganz viele Leute nicht klar. Datendiebstahl ist ja im Grunde Datenverdoppelung. Ja, weil wenn ich was klaue, dann sind ja die Daten nicht weg, sondern dann sind sie auf der Platte und auf meiner. Das sind doppelt so viele Daten. Hallo, sorry. Sie haben früher gesagt, dass die Daten verändert werden können. Dankeschön. Und jetzt gibt es hier welche Prozess, sind diese Änderungen getrackt, und was für bestimmte Gründe können diese, also was für bestimmte Gründe gibt es, dass diese dass diese Daten dann verändert werden könnten? Also das was? Dass die Daten verändert werden könnte. Dass die Daten verändert werden könnte. Ja. Ja, gibt es bestimmte Gründe dafür, und sind sie getagt, oder könnte die ganze Geschichte verschwunden werden irgendwie? Na, der Punkt ist ja, wir sind alle Menschen und Menschen machen Fehler. Maschinen machen eher selten Fehler. Also ich meine, jedes Mal, wenn ich ein Computerproblem habe, oder nicht jedes Mal, aber fast jedes Mal, stellt sich raus, das Computerproblem ist gar nicht da drin, das sitzt davor. Und
Es gibt Software-Zusammenhänge, die das begünstigen und so weiter. Aber es ist ja so, wenn bei den bestehenden elektronischen Patientenakten, von den 2% unserer Versicherten sind ja irgendwie auch ein paar hunderttausend. Da ist es so, dass zum Beispiel die Krankenkassen einen Schreibzugriff haben. Wir dürfen das nicht lesen. So, wie kann ich einen Schreibzugriff haben, wenn ich das nicht lesen darf? Ich muss doch kontrollieren, ob ich auch richtig geschrieben habe. So, wenn ich jetzt mit einer Taste versprungen bin und bin in der falschen Tabellenzeile gelandet und habe da jetzt was reingepastet, dann stehen da merkwürdige Sachen drin. Ich kann das aber gar nicht überprüfen. Wer überprüft das? Also man muss sich vorstellen, es sind so über den Daumen 1000 Menschen, die Zugriff auf eine elektronische Patientenakte haben. In, sagen wir mal, 5 Jahren. Das ist die Notaufnahme vom AK Altona. Das ist mein Zahnarzt. Das ist meine Physiotherapeutin. Das ist mein Neurologe. Das ist mein Diabetologe. Das ist mit sämtlichen Mitarbeitern natürlich. Das ist die Krankenkasse und so weiter. Alle schreiben da Sachen rein. Wer räumt da mal auf? Und ich meine, wir wissen, es gibt tolle Systeme, die Arbeit vereinfachen, die Sachen wunderbar strukturieren. Aber eine Datenbank will gepflegt sein. Eine ungepflegte Datenbank ist a pain in the ass. Und das ist genau der Punkt. Dieser Aufwand, diese elektronische Patientenakte zu pflegen, wird für Ärzte in Deutschland vergütet mit wie viel? 10 Euro. 10 Euro. Einmalig. 10 Euro. Dafür kann ich nicht meinen Aschenbecher auf den Tisch stellen. Also, ich meine, und wenn ich ein System will, das arbeitsintensiv ist, ich bin aber nicht bereit, dafür zu bezahlen, ja, dann macht keiner die Arbeit. Und was habe ich dann? Datenschrott. Wem nutzt das? Ja, dem, der mir die vielen Festplatten verkauft hat. Zurzeit ist es ja so, bisschen lauter. Soweit ich weiß, ist momentan der Fall, dass Krankenkassen die Kranken- oder Patientenakten nach einer Zeit wieder bereinigen müssen. 10, 15 Jahre müssen alte Datensätze wieder raus. Ob ich in 15 Jahren noch lebe, weiß ich gar nicht. Okay. Wie ist meine Daten sind dann in Ordnung? wäre schön. Wie soll es bei diesem European Data Space denn aussehen? Gibt es da auch irgendwie sowas wie ein Recht auf Vergessen, was eingebaut ist? Also nicht auf keinen relevante Fall. Daten. Auf keinen Fall. Also wenn der EADS auf die Art und Weise realisiert wird, wie die EU-Kommission das jetzt möchte, Recht auf Vergessen, spinnst du? Da müssen ja Daten löschen. Okay, danke. Wie sieht der Opt-out-Prozess aus? Muss man Opt-outen jedes Mal beim Arzt besucht oder ist das einmalig? Was einmalig? Opt-out. Also Opt-out halte ich in freundlichem Schulterschluss mit dem hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationstechnik für einen Dammbruch. Der hat gerade seinen 22er Bericht vorgestellt und warnt da extrem vor, aber er sagt auch, wahrscheinlich ist das Opt-in-Prinzip gar nicht zu halten. Bloß, wenn dann eben zu viele Leute Opt-out machen, dann wird die EU-Kommission sicherlich eins ihrer 55 Freispiele nutzen
und sagen, also Opt-out muss man aber jedes Jahr machen. Oder jeden Monat. Oder jede Woche. Oder so, ja. Oder dann Sachen ausschließt, die gar nicht, wo man gar nicht ausopten kann, weil an einer dieser 55 Stellen neue Regeln gemacht worden sind. Im Grunde ist das, was die da anstreben, der Wilde Westen. Das, die Abwesenheit von Regelung. Also irgendjemand hat halt entdeckt, es gibt ein Ding, das heißt Internet, und hat irgendwelchen Leuten in Ohren gelegen. Und da fällt mir schon wieder Dire Straits ein. Telegraph Road. Das ist die Geschichte von einer Straße, die am Anfang ein schmutziger Weg war, so ein Karrenweg, und dann die Telegraph Road wurde. Und dann kam so eine Stelle, wo sich dann so eine Ansiedlung bildete an diesem Telegraphen, an dieser Telegraphenlinie. Then came the lawyers, then came the laws. Dass die Reihenfolge ist, dass erst die Rechtsanwälte kommen und dann die Gesetze. Im Wilden Westen. Also ne, wir sind in einem Land groß geworden, wo es schon Gesetze gab, als wir geboren sind. Wenn du in den Wilden Westen gehst, 1815 oder sowas, dann lebten die Leute auf dem Land und es gab keine Gesetze. Es gab einfach, oh, du bist mein Nachbar, brauchst du Hilfe, alles gut. Und dann kamen irgendwelche Leute und haben wilde Dinge getan und das war nicht verboten und außerdem hatten die mehr Munition. Und das ist genau das, was da gerade entwickelt wird. Ein neuer Raum, der ungeregelt ist oder nur eingeschränkt geregelt, in dem unsere Gesundheitsdaten verkauft werden sollen. Und ich finde das beängstigend. Denn es wird ja ein Raum geschaffen, den gibt's ja noch gar nicht. Und der wird aber so inkompetent geschaffen, mit so weitgehender Regellosigkeit und Selbstermächtigung im unglaublichen Umfang der EU-Kommission. Ich mag Ursula von der Leyen jetzt noch viel weniger. Ja. Kann ich? Welche Rolle spielen die Datenintegrationszentren an den größeren Kliniken und der Pro-Consent? Kannst du ein bisschen deutlicher sprechen? Ich verstehe dich sehr schlecht. Ich höre schlecht. Welche Rolle spielen die Datenintegrationszentren an den größeren Kliniken und der Broad-Consent, sind die eher Teil des Problems oder eher Teil der Lösung? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Problem, was im Moment geschaffen zu werden droht, ist dieser eingeschränkte rechtsfreie Raum. Und die Lösung muss etwas ganz anderes sein. Es ist ja mehrfach skizziert worden. Lokale Speicherung und so weiter und so weiter. Also wenn man sich vor Augen führt, dass die europäischen Staaten alle verschiedene Ansprüche haben,
an das, was Ärzte tun, das, was Ärzte in der Behandlung dokumentieren und so weiter und wie sie behandeln und all dies. Ich war mal in Spanien beim Zahnarzt, das war ganz anders als bei uns. Nicht besser oder schlechter, aber es ist anders. Und das bringt eben mit sich, dass man da ganz viel Harmonisierung betreiben muss. Und das will die EU-Kommission jetzt in einem halben Jahr hinkriegen. Ich behaupte, dazu braucht man 15 Jahre. Wir müssen uns jetzt, nein, wir müssen uns jetzt verabschieden mit dem Flackerbildschirm umgehen kann. Und ich danke ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr ein paar gute Gedanken mitnehmt.